Ich habe halt schon erlebt, dass Treppen sind, dass Türen zu schmal sind, die Räume insgesamt zu klein sind. Gab es auch schon im Krankenhaus zum Beispiel. Notaufnahme ist ein Beispiel, sehr großes. Und beim Arzt halt, ja. Er kannte sich halt mit der Querschnittslähmung insgesamt nicht aus. Fühlte mich bei dem Arzt halt nicht gut aufgehoben durch Unkenntnis. Die Ärzte im Semi sind halt auf die Behinderung mehr geschult und können einem da besser helfen als ein außenstehender Arzt, der mit der Behinderung halt nichts anfangen kann. Da wird man hier auf jeden Fall besser beschützt als auf dem freien Markt, sag ich jetzt mal.